Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus. Es wird wieder trashig. Heute geht es um Carmen Geist, der es gar nicht gut ging und die jetzt ihr Statement rausgehauen hat. Das kommt zuerst. Danach geht es noch um Are You the One? Und da geht es um Tara Tabitha, die ordentlich gegen Jennifer Iglesias ätzt. Und das ist doch, finde ich, ganz spannend. Und wenn ihr so ein News-Format hier spannend findet und auch mehrere Themen am Stück ganz gerne vielleicht mal haben wollt, dann schreibt einfach Gossip unten rein und lasst ein kostenloses Abo da. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann versäumt ihr hier in Zukunft nichts mehr, denn ich bleibe am Ball. Und erstmal gute Besserung an Carmen Geiss. Ich finde, die Geiss ist durchaus sympathisch. Ich könnte das gerne anders sehen, aber ich muss sagen, die haben Flagge gezeigt, als der Wendler wieder zu RTL 2 kommen sollte vor über einem Jahr. Da haben die gesagt, nee, nicht mit uns, also dann gehen wir auf einen anderen Kanal. Und das fand ich sehr, sehr cool. Man kann von denen jetzt halten, was man will, aber ich fand die immer menschlich und ja, straight und mit Charakter und die Ecken auch ganz gerne mal an. Und das ist mir durchaus sympathisch. Also ich mag die irgendwie. Und der Carmen Geiss ging es leider gar nicht gut. Also gute Besserung, unbekannterweise. Und die hat ihr Statement jetzt rausgehauen. Und das wollte ich euch jetzt hier mal zeigen. Ja, hallo meine Lieben. Hier waren echt die letzten Tage, waren stürmische Zeiten für mich. Ich möchte mich einfach nur mal ganz recht herzlich bei euch bedanken für all die Genesungswünsche, die ihr mir geschickt habt, per Instagram, per Facebook, per E-Mail. Es hat mich so gefreut und hat mich auch ein ganzes Stück weitergebracht. Ich möchte einfach Danke sagen an euch Fans, an meine Freunde, Familie und an alle, die mir nahestehen. Danke, danke, danke. Ihr habt mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und bei mir ist im Moment alles gut. Ich halte euch definitiv auf dem Laufenden. Bis dann. Ja, hallo meine Lieben. Hier waren echt die letzten Tage, waren stürmische Zeiten für mich. Ich möchte mich einfach nur mal ganz recht herzlich bei euch bedanken für all die Genesungswünsche, die ihr mir geschickt habt per Instagram, per Facebook, per E-Mail. Es hat mich so gefreut und hat mich auch ein ganzes Stück weitergebracht. Ich möchte einfach Danke sagen an euch Fans, an meine Freunde, Familie und an alle, die mir nahestehen. Danke, danke, danke. Ihr habt mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und bei mir ist im Moment alles gut. Ich halte euch definitiv auf dem Laufenden. Bis dann. Von Carmen Geiss kommen wir jetzt zum Gossip in diesem Video. Und es geht um Tara Tabitha, ja. Tara Tabitha, die bei Are You The One mitmacht und, glaube ich, nicht so wirklich Glück mit der Männerwelt haben wird dort in diesem Format, weil das auch alles ziemliche Idioten sind, wie ich jetzt mal auf Wienerisch sagen würde. Ich soll ja mal ein bisschen Wienerisch sprechen und die Wiener hassen mich jetzt, aber ich finde das immer ganz charmant und interessant. Sie ist ja in Österreich eine Ikone des Trash-TV Genres, jetzt hat mir das Wort gefehlt, des Trash-TV-Genres und war ja auch lange Zeit mit der Vanessa Mariposa gut befreundet und war ja dann auch in einigen Formaten, aber es hat nicht so richtig sollen sein. Ja, auch im Dschungelcamp wurde sie als Erste rausgewählt und war tierisch enttäuscht und jetzt versucht sie dort den Traummann zu finden. Und ich sag's euch jetzt schon, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und naja, auf jeden Fall haut sie jetzt ordentlich raus und gegen Jennifer Iglesias, die durchaus bei den Trash- und Gossip-Seiten beliebt ist und einige Fans hat. Und die hatte sich bei VIP.de geäußert, da gab es da irgendwie so ein Hin und Her. Ist jetzt nicht so spannend und ich möchte jetzt auch kein Urheberrechtsproblem bekommen, deswegen zeige ich es euch jetzt hier nicht. Und Tara Tabitha hat dann darauf geantwortet und Trash Formiert hat das hier gescreenshottet, Grüße gehen raus. So eine unangenehme Person stellt sich immer wieder hin, wie die Verfechterin des Gesetzes, hat viele Theorie, aber in der Praxis versagt sie komplett. Also ich finde Tara Tabitha ja durchaus sympathisch, auch wenn ich sie jetzt ein bisschen nachgemocht habe, ich finde sie ja durchaus charmant, ja, und gar nicht so unsympathisch und ich habe mich ganz klar auch für die Tara entschieden, denn es gab eine Umfrage, seid ihr im Team Tara oder Team Jenny, und da war Tara vorne, ganz knapp, aber vor Jenny, ja. Und sie wurde dann aber auch gefragt, die Tara, naja, wegen so
unterstützt sie ihre Freunde und geht gegen Mobbing an, besser als so manche. Indem sie selber eine Person mobbt, beschimpft und beleidigt, sorry, aber ihr Ausraster ist ja 100-mal schlimmer, als wenn Nadja vielleicht darüber gelacht hat. Und wo war ihre Fairness, als sie Gabby und Nadja attackiert hat, wegen Lukas? Ah ja, wie er schon sagte, hat viel Theorie, aber versagt in der Praxis. Nun ja, scheinbar hat Nadja ja angefangen mit dem Entenzeug. Als Zuschauer kann man das nicht so recht beurteilen, aber sie hat versucht, Dana in Schutz zu nehmen. Ich glaube kaum, dass einer von euch gesagt hat, dass N und L es lassen sollen mit dem Beleidigen. Oder, wie du schon richtig sagst, als Zuschauer kann man das oftmals nicht fair beurteilen. Ich war live dabei und bleibe dabei und meiner Meinung. Also, ui, was ist denn da los, oder? Ist doch wieder interessant. Und ich muss sagen, ich bin hier, glaube ich, auch eher auf der Seite von Tara. Ich habe jetzt die neuesten Folgen noch nicht gesehen, diese Szene. Aber ich glaube, da gibt es schon auch so ein paar Momentchen, die definitiv schon bemerkbar gemacht haben, dass eine Jennifer auch ganz gern mal austeilt. Ja? Als sie sich da von Lukas nicht so gut behandelt gefühlt hat, hat er das zu spüren bekommen und auch die Girls, die sich an Lukas rangemacht haben, beziehungsweise ihr Ding machen wollten, wurden von ihr dann auch zur Rede gestellt und dann hat sie das da auch geklärt. Ich finde es ja so auch immer ganz cool, wenn man da eigentlich seinen Charakter zeigt. Ich muss auch sagen, Jennifer ist mir da jetzt auch nicht total unsympathisch. Ich muss aber auch sagen, ob die sich da alle so einen Gefallen mit tun. Klar, man kriegt da ein bisschen Geld und hat Urlaub umsonst, ja. Aber ich glaube, so richtig geil ist es am Ende auch nicht, wenn einem das Herz da vielleicht mitunter auch gebrochen wird, weil ich glaube, die Frauen sind da eher für offen, da jemanden kennenzulernen und sind nicht so abgebrüht wie die Typen. Das sind ja alles dermaßen, wie sagt man zu Neudeutsch, Fuckboys mittlerweile dort, die, glaube ich, Lukas zeigt sich komplett anders zum Beispiel als bei der Bachelorette. Ich war richtig schockiert, was ist denn mit dem Lukas dort los? Aber der hat ordentlich Gas gegeben, ja? Und ordentlich ausgeteilt und ordentlich auch rumgemacht und ist anscheinend wirklich interessiert daran, jemanden dort näher kennenzulernen und das möglichst vielseitig. Ne? Also indem man da wirklich mal guckt, was so im Angebot ist und mal alles durchnimmt, wollte ich ja schon sagen, aber es ist ja im Prinzip so. Ja? Also die ersten Folgen ging es da echt heiß her und manche fanden es auch total toll von euch. Oh, die sind halt locker und ich bin da nicht so. Es ist ja vollkommen okay, aber ich finde, wenn man jetzt jemanden kennenlernen will, also, ja, macht man es auch ein bisschen anders, wenn man ein bisschen ernster unterwegs ist. Wenn man jetzt auf Malle ist und sagt, ey, ich habe hier zwei Prolimille im Turm und möchte hier möglichst mit vielen Spaß haben, ja, go for it. Jeder, wie er will. Aber in so einem Format, es wirkte so, oh, da machen gerade zwei, vier rum, wenn ich jetzt auch noch Screentime in der ersten und zweiten Folge haben will, sollte ich ja auch möglichst mit irgendeiner rummachen. So wirkte das auf mich. So richtig authentisch ist es nicht. Das ist meine Meinung. Ich bleibe dabei und ja, ich bin gespannt. Seid ihr Team Tara oder sagt ihr, ich bin Team Jenny? Ich muss mir, wie gesagt, das Ganze noch angucken. Aber ich mag den Wiener Schmäh und ich habe es jetzt hier auch so ein bisschen nachgemacht und deswegen bin ich heute Team Tara. Ne? Ganz klar. Grüßchen raus. Ne? Wahrscheinlich wäre ich jetzt von allen blockiert und gehasst, aber es ist mir scheißegal, weil es ist meine Meinung hier und mein Kanal, ne? Das ist meine Show. Das muss man auch mal abkönnen. Ne? Da sollte man nicht so unkommod sein. Oh Mann, ich mache mich jetzt ja. Jetzt deabonnieren mich alle Österreicher, oder? Das ist auch nicht gut. Ich mag ja die Österreicher. Ich war ja auch gerade in Wien und ich mochte das sehr gerne. Ich war im Café Landmann. Ne? Ein sehr schönes Café, sehr gut gelegen. Die Preise waren human, wie ich fand. Ja, als Berliner ist man auch einiges gewöhnt. Muss man manchmal doch tiefer an die Geldbörse greifen, aber ich fand es dort sehr schön und es war ein schöner Tag. Und was die in Wien auf jeden Fall uns voraus haben, die Kaffeehäuser, das ist alles mit diesen Wassersprühdingern, ich weiß es nicht, wie man es sorgt,
Das ist sehr angenehm bei der Hitze. Da sollte man in Berlin auch einführen, das haben sie ja nicht getan. Na? Nun gut, ich lasse es jetzt, ich lade das jetzt hier so hoch, ist mir jetzt auch wurscht, seht es mit Humor. Ich kann auch die ganze Zeit Berlinern, aber es ist ein bisschen assi. Das ist nicht so charmant. Ich finde es charmant, ja. Das Wienerisch ist charmant, aber ich habe es glaube ich auch nicht, also die Deutschen sagen immer, ich mache es gut nach und die Österreicher sagen, ey du Arschloch, das hört man sofort raus. Ja? Schreibt es unten rein. Bis dann und ciao, ciao. Und wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, Wiener Schmäh mal unten rein. Grüße an alle Wiener, Kuss geht raus. Bis dann und ciao, ciao.